Blattsalat, der Podcast über Bücher und Texte. Hallo an alle, die uns zuhören und hallo Nick. Hi. Heute habe ich etwas mitgebracht und zwar möchte ich mit dir über die politische Frau sprechen und das in all ihren Facetten. Und da steigen wir gleich mal mit einer kleinen Schätzfrage ein. Es geht diesmal nicht so ganz um Prozente, aber trotzdem um deine Intuition. Was glaubst du, könnten die Länder sein, die den größten Frauenanteil in den Parlamenten haben, weltweit? Die Länder mit dem größten Frauenanteil. Also, ich würde da einfach mal auf die skandinavischen Länder tippen, weil die ja teilweise viel progressiver sind. Das ist in Europa auf jeden Fall der Fall. Es gibt noch ein Land außerhalb von Europa. Also ganz grob ins Blaue hineingeraten, weil Neuseeland das erste Land war mit Frauen im Frauen, die wählen konnten, 1900. Also da war ja zuerst das Frauenwahlrecht. Würde ich schätzen, Neuseeland? Nee, es ist ein afrikanisches Land. Oh. Es ist Ruanda mit mehr als 60% der Sitze im Parlament, die von Frauen besetzt sind. Spannend. Ja, sind somit auch der Spitzenreiter unter den Ländern weltweit. Aber du hast schon recht mit den skandinavischen Ländern. Die führen auf jeden Fall in Europa mit, also Finnland mit 42% und Schweden mit 47%. Und Finnland ist nochmal ein ganz besonderes Ausnahmebeispiel. Kennst du dich da mit der politischen Situation ein bisschen aus oder soll ich einfach mal erzählen? Erzähl. Okay, dort regiert ja seit Ende 2019 eine 34-Jährige, die Frau Marin. Und sie ist die jüngste Regierungschefin der Welt. Und sie ist auch in einer Koalition mit 4 anderen Parteien. Und diese 4 anderen Parteien werden auch von Frauen regiert. Das heißt, es ist eine Koalition von 5 außergewöhnlichen Frauen. Genau, und das ist halt überhaupt keine Selbstverständlichkeit, denn eigentlich sind nur 6% aller Staatsoberhäupter weiblich weltweit. Schlusslicht ist beispielsweise Japan mit einem Frauenanteil im Parlament von 2%. Aber eigentlich geht es mir gar nicht so sehr darum, dass Frauen in der Spitzenpolitik eine wichtige Rolle spielen, denn es ist selbstverständlich, dass eine Spitzenpolitikerin eine politisch tragende Rolle hat, auch wenn sie fast ausschließlich mit Männern zu tun hat, wie im Falle unserer noch amtierenden Bundeskanzlerin. Aber Menschen können ja nicht nur Politik machen, indem sie in Spitzenämtern sind, sondern es geht ja auch schon um die Teilnahme an politischen Wahlen beispielsweise. Das ist ja auch schon ein wichtiger Schritt zur Mitwirkung. Frauen konnten, du hast schon Neuseeland angesprochen, in Deutschland konnten Frauen das erste Mal 1919 wählen. Und kannst du dir vorstellen, hat sich das auf den besagten Wahlkampf irgendwie ausgewirkt, dass Frauen auf einmal wählen durften? Wie meinst du ausgewirkt? Naja, war das ein ungewöhnlicher Wahlkampf? War das was Besonderes für die Parteien, dass Frauen auf einmal auch das Stimmrecht hatten? Ob die Frauen sich quasi neue Wahlplakate gemacht haben? Beispielsweise, also das, die Parteien, dass die darauf reagiert haben, auf die neue Wählerschaft? Ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht gemacht haben. Dass die Parteien sich nicht auf die neue Wählerschaft eingelassen haben? Gar nicht. Okay, das ist, es ist nämlich andersherum gewesen. Ah. Und zwar haben sich die Parteien da extrem auf die neue Wählerschaft gestürzt, denn es ist ja keine kleine Gruppe, es sind nun mal 50%. Und ja, damit kann man schon die anderen Parteien umwälzen, wenn man alle Frauen auf seine Seite ziehen würde. Okay, ich hatte die Parteien dafür vielleicht sturer eingeschätzt. Ja, vielleicht. Ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts war ja doch vieles sehr konservativ. Und
Ja, also es gibt einen sehr spannenden Essay zu dem Thema von Annette Knauf. Sie hat politische Wahlplakate seit 1919 analysiert und sie hat dabei eben festgestellt, dass die Parteien eben diese große Wählerinnengruppe für sich gewinnen wollten und vor allem auch Plakate kreiert haben, die sich explizit und direkt nur an Frauen gewandt haben, mit Parolen wie Frauen, gleiche Rechte, gleiche Pflichten und deutsche Frauen, wacht auf. Dieser Wahlkampf entscheidet über Deutschlands und euer Kinderschicksal. Glaubst du, das könnte die Frauen dazu angeregt haben, tatsächlich auch ihre Stimme verstärkt abzugeben? Wahrscheinlich schon. Ich habe da keine direkten Zahlen oder so, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Plakate, die direkt eine Wählergruppe ansprechen, auch, ja, vielleicht tatsächlich auch bewirken, dass man seine Stimme abgibt. Wenn jemand auf ein Plakat schreiben würde, Tanja, gib deine Stimme ab, wäre ich vielleicht auch motivierter, tatsächlich meine Stimme abzugeben. Ja, also diese Praxis mit den geschlechtsspezifischen Plakaten hielt übrigens noch sehr lange an. Eigentlich noch bis in die 90er Jahre gab Wow. es geschlechtsspezifische Plakate. Und also eben von vielen etablierten Parteien können wir aus der Zeit diese sogenannten Frauenwahlplakate finden. Die CDU beispielsweise hat die Frauen auf den Wahlplakaten als Hüterin der christlichen Familie dargestellt, die ja auch selbstverständlich die CDU wählt, weil die CDU die christlichen Werte vertritt. Und ja, lustigerweise haben Frauen auf diesen CDU-Plakaten etwas sehr Madonnenhaftes, also wie die christliche Madonna mit dem Jesuskind, zu so sehen auch die Frauen auf den CDU-Wahlplakaten um 1990 aus. Die SPD beispielsweise hat in den 90ern auf den Plakaten eine Frau gezeigt, die sozialdemokratisch wählt, weil sie eine sehr fürsorgliche Mutter ist und ihrem Sohn eine heile Zukunft schenken möchte. Also wir sehen immer wieder die Reduktion der Frau einzig auf die Rolle der Mutter und der Ehefrau. Und Frauen werden auch meistens gar nicht alleine auf den Plakaten dargestellt, sondern in Begleitung von mindestens einem Kind. Und obwohl die Botschaft der Frauen explizit an Frauen gerichtet ist, lässt sich halt trotzdem total stark beobachten, dass es gar nicht so sehr um die tatsächlichen Interessen der Frau geht, beispielsweise die Selbstbestimmung, sondern eher, dass es um eine Retraditionalisierung geht und dass die Frau in ein Rollenbild zurückgedrängt wird, obwohl sie vermeintlich dieselben Rechte hat wie der Mann. Und wenn ich diese Slogans und Plakate so angesehen habe in diesem Essay, hatte ich immer mehr das Gefühl, dass Frauen sich eigentlich total zurücknehmen und vergessen sollen und eben nur um das Wohl ihrer Familie besorgt sein sollten. Hast du irgendeinen besonderen Beigeschmack, wenn du solche Slogans oder solche Darstellungen von Frauen auf Wahlplakaten mitbekommst oder hörst? Also, du meintest jetzt die traditionellen Frauenbilder sozusagen, Genau. die. Ja, klar. Also, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum die Plakate heutzutage nicht mehr wirklich existieren. Und ich glaube, da gibt es schon eine Menge Leute, die das dann als Negativwerbung sehen würden. Dass sie sagen würden: Ah, schaut mal, die Partei, die macht noch so 1950er Werbung, das wählen wir nicht. Ja, ich glaube, heutzutage würde es sehr komisch rüberkommen, wenn die CDU noch weiterhin mit solchen Plakaten werben würde oder auch die SPD haben ja zu der Zeit alle möglichen Parteien gemacht. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es vor 50, 70 Jahren tatsächlich Frauen angesprochen hat, weil sie vielleicht noch in diesen Rollen mit verhaftet waren. Also die Frauen waren, also es war ja nicht so, dass die Frauenbewegung alle Frauen waren. Ich schätze, dann wäre es vielleicht früher dazu gekommen. Ja, klar. Und deshalb glaube ich, dass es tatsächlich viele Frauen gab, die in den Frauenbildern sich gefunden haben und gesagt haben, da bin ich jetzt, befinde ich mich. Ja, also man kann sich ja auch vorstellen, dass diese Plakate ja
Sie wurden ja nicht nur von Männern kreiert, diese Plakate. Es gab ja ab dem Beginn des Wahlrechts in Deutschland gab es ja auch sehr viele Frauenverbände, zum Beispiel auch von der CDU, die sich dann gegründet haben und explizit auch versucht haben, Frauen in die politischen Parteien zu ziehen. Und ja, da kann man ja auch beispielsweise sich denken, dass sie explizit diese Plakate und diese Darstellungen genutzt haben, um bestimmte, ja, sogenannte Frauenthemen anzusprechen, wie Familie und ja, das war ja vor allem das Thema Familie, also Frauen in Verbindung mit Kindern. Genau, aber es gab ja auch progressivere Wahlplakate, vor allem später in den 90ern. Und da wollte ich euch ein ganz besonderes und interessantes nicht vorenthalten. Das ist nämlich das Wahlplakat der Grünen aus den 90ern für die Landtagswahl in Niedersachsen. Ihr könnt das Plakat nicht sehen, aber ich werde euch mal kurz beschreiben, was drauf zu sehen ist. Nikolai sieht es. Ich werde es euch auch noch in die Literaturliste verlinken, sodass ihr euch das über eine Online-Ressource angucken könnt. Also man sieht zwei Beinpaare in hohen Schuhen, die eben als weiblich konnotiert sind und man sieht auch den Saum von Kleidern und die Beinpaare stehen sich gegenüber und befinden sich in Bewegung, als würden die beiden Personen auf dem Bild miteinander tanzen. Und es erinnert eigentlich schon fast mehr an so eine Strumpf- oder Damenschuh-Werbung als an ein Wahlplakat. Darauf weist eben nur der Schriftzug unter den beiden Tanzenden. Damenwahl, die Männerwelt zum Tanzen bringen. Wie würdest du das Plakat deuten, Nick? Das ist, ich finde es irgendwie interessant, aber irgendwie auch sehr seltsam, Okay. weil für mich impliziert Damenwahl ja eigentlich, das ist ja beim Tanzen, dass eine Frau aufgefordert wird. Und deswegen hat es für mich so einen seltsamen Beigeschmack, weil ich mir denke, ja, die Männer fordern die Frauen auf zu wählen, sozusagen. So kommt es für mich rüber. Deshalb finde ich das ein bisschen seltsam und dann finde ich auch noch seltsam die Farbwahl. Ich meine, die Grünen, In Pink genau, geschrieben. ist dann in pink geschrieben unten rechts. Ja. Und der Hintergrund bei den tanzenden Beinpaaren ist auch in pink gehalten. Also es gibt auch Recherchen dazu, dass dieses Plakat damals sehr viele Menschen sehr irritiert hat, weil sie eben nicht genau wussten, wie sie das deuten sollen, ob sie jetzt sagen würden, ja, ist das feministisch, ist das jetzt weniger feministisch? Also es geht ja anscheinend um die Situation eines Tanzes, was du ja auch gesagt hast mit dem. Also eine Situation, wo Männer klassischerweise eine dominierende Rolle hatten, da sie eben die Frauen zum Tanzen aufforderten. Generell, das ist ja in traditionellen Paartänzen immer noch stark so, dass es eben diese Rollenzuweisungen gibt. Es ist ja beispielsweise auch der Mann, der die Tanzpartnerin führt. Richtig, du hattest ja mehr Tanzstunden als ich. Magst du noch was davon erzählen? Also du hast ja schon angedeutet, dass es eine sehr männerdominierende Situation ist. Genau, und ich finde das Plakat auch, also für heutige Verhältnisse ist es tatsächlich auch viel zu schlicht. Ja, heutzutage müsste es wahrscheinlich peppiger sein. Von Und den Farben her könnte es ein FDP-Plakat heutzutage sein, glaube ich. ein bisschen schwierig, ja, aber und sonst die Männerwelt zum Tanzen bringen, ist, finde ich, auch ein nicht ganz so gelungenen Spruch, weil es impliziert ja immer noch dieses die Männerwelt im Sinne von, wenn man das jetzt als Partei sieht, dann ist die Partei ja eigentlich, oder die Das Parlament vielleicht vielleicht auch. genau, vielleicht das Parlament, und das impliziert ja schon, dass das Parlament von Männern dominiert ist. Und ja, das ist, ja, es ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite vielleicht zu sehr dieses Mann-Frau-Bild. Ja, die Grünen haben ja zum Beispiel damit argumentiert, dass hier ja diese Tradition von einem tanzenden Mann mit einer tanzenden Frau aufgebrochen wird und Frau miteinander tanzen. Und man
Ja, man verdrängt die Männer da sozusagen vom Parkett, also auch vom Plakat generell. Es ist kein Mann zu sehen, sondern Frauen sollen. Mit der Dame war, ich glaube, da handelt es sich auch so ein bisschen um so ein Wortspiel, dass Ja, die natürlich. Damen wählen sollen, um Damen vielleicht auch zu wählen. Das ist ja auch Genau, zum ja. Beispiel, dass sie die Frauen dann zum Tanzen auffordern, um die Männerwelt nochmal aufzubringen, aufzuregen. Also, aber es ist ein sehr kontroverses Plakat. Ich habe es Das extra deshalb rausgesucht. Interessante ist ja auch, dass es aus heutiger Sicht die Begründung, die du gerade gesagt hast, wieder kritisiert werden könnte von bestimmten Personen, die dann sagen, ja, woher weißt du denn, dass diese Personen weiblich sind? Ja, ich habe darüber auch nachgedacht, deswegen habe ich auch weiblich konnotierte Schuhe Genau, gesagt, ja, sehr gut, ja. weil ich auch darüber nachgedacht habe, ja, also es wird automatisch eine Frau assoziiert, aber wer weiß, könnten ja auch Crossdresser sein, Genau, ja. die einfach gerne hohe Schuhe anziehen und Kleider. Genau, und Ja. sich die Beine rasieren, das gibt's ja alles. Genau. Ja, also ich habe mich ja in Bezug auf also ich habe in Bezug auf die ganzen Wahlplakate generell mir auch die Frage gestellt, die würde ich auch gerne an dich weitergeben. Könntest du dir vorstellen, dass man irgendwie indem man Menschen direkt anspricht bei Plakaten, dass man Leute auch direkt dazu motivieren könnte, wählen zu gehen, indem ich beispielsweise sage, ich möchte, dass junge Leute wählen gehen. Ich mache explizit Plakate für junge Menschen. Ja, also ich glaube, das passiert sehr häufig. Das ist ja beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass es bei der FDP eher auf jüngere Leute ausgerichtet war. Der Die Digitalisierung. Digitalisierung first, Bedenken second Nochmal Spruch. mit so einem Denglisch da, nochmal Genau. zoomen hin. Und ich meine, das erlebt man ja auch total häufig heutzutage, beispielsweise in Social Media, dass Wahlwerbung explizit auf bestimmte Leute ist. Und ich meine, wenn wir jetzt nochmal an die Skandale denken von vor, Vom Brexit, genau, vom meinst du? Brexit beispielsweise, da wurden ja Profile von Menschen aus Facebook gesaugt, die noch überlegen könnten, dazu zu gehen, beim Brexit zuzustimmen. Und diese Leute wurden dann explizit angesprochen. Ja, sowas wie Und eine personalisierte Wahlwerbung dann. beziehungsweise, das war ja dann auch keine Werbung mehr, sondern Leute sind ja zu dir hingegangen und Ach so, haben mit dir stimmt. geredet. Und das ist ja die effektivste Form. Das heißt, deshalb gibt es ja bis heute immer noch den Türklingelwahlkampf. Ja, der ja auch sehr effektiv ist. Also Genau. es gab irgendwie Statistiken, die das bewiesen haben, dass Menschen, die eben direkt angesprochen werden, tatsächlich diese Parteien auch eher wählen. Also ich habe da jetzt keine direkte im Kopf tatsächlich, aber es gab dazu Untersuchungen, wenn ich mich nicht irre. Okay, also wie die Wahlplakate schon gezeigt haben, haben ja die Parteien sehr schnell bemerkt, dass sie knapp die Hälfte der Wählerschaft nicht einfach außen vor lassen können. Und wirklich jede Partei hat sich eben um die Stimmen der Frauen bemüht. Auch die NSDAP hatte mehrere Plakate, mit denen sie explizit Frauen zur Wahl aufgerufen hat. Und es ging nicht nur darum, die Wahlplakate an diese neue Wählerschaft anzupassen, sondern zum Beispiel auch die Parteiprogramme. Und es fanden eben viele Themen in die Parteiprogramme Einzug, die nicht sonst nicht verankert gewesen wären, die sogenannten Frauenthemen. Und kannst du dir denken, was es für Frauenthemen so gegeben haben könnte? Also am Anfang wahrscheinlich, wie du meintest, Familie, Kinder, dann, wow, ich kenne mich tatsächlich. Müssen ja nicht Themen von damals gewesen sein. Ich meine, nach wie vor finden ja immer mehr Themen Einzug in die Wahlprogramme, die vielleicht eben auch explizit für Frauen interessant sein Also könnten. wenn das Themen sind, die immer noch heute sind, sind es vielleicht auch Gleichberechtigung. Ja. Ja. Ja, total. Das sind eben ja am Anfang die sogenannten Frauenthemen, wie du schon gesagt hast, mit Familie, Kindern und so weiter. Also die Autorin Julia Heidler hat
dazu auch einen ganz tollen Essay verfasst. Sie beschäftigt sich mit der Rolle der Frau in den Wahlprogrammen und sie hat dazu exemplarisch die Wahlprogramme der CDU mit denen der Grünen verglichen von 1980 bis 2013. Und ich finde dieses Vergleichen als Konzept super interessant, weil man oft gesehen hat, dass sie ähnliche Ziele haben, aber aus total unterschiedlichen Beweggründen. Es gibt ein ganz gutes Beispiel dafür und das ist zum Beispiel, dass die CDU noch 2002 gesagt hat, dass Fremdbetreuung für Kinder unter 3 Jahren unmöglich ist. Es sollte keinen Anspruch auf Kinderbetreuung unter 3 Jahren geben. Trotzdem wollten sie Kinderbetreuung ausbauen, aber ab 3 Jahren. Und dadurch sollte eben die Geburtenrate erhöht werden. Es sollte für Paare attraktiver werden, Kinder zu bekommen. Und sie wollten eben dem demografischen Wandel entgegenwirken, also dass die Bevölkerung immer älter wird. Und die Grünen wollten auch einen Ausbau der Kinderbetreuung, aber ihnen ging es zum selben Zeitpunkt eher darum, dass die Berufstätigkeit beider Elternteile gefördert werden soll und dass Familie und Beruf miteinander vereinbar sein sollten und dass eben Frauen nicht in diese traditionelle Hausfrauenrolle gedrängt werden, im Gegensatz zu der CDU, die ja auch sehr lange dieses Betreuungsgeld zur Verfügung stellen wollte für Hausfrauen und Mütter, damit sie zu Hause bleiben. Genau, und für die Grünen war eben die Selbstverwirklichung der Frau viel wichtiger. Und dafür sollte man die Kindertagesstätten ausbauen. Aber natürlich gibt es noch ein letztes Thema, was ich nicht außer Acht lassen möchte, wenn es um die politische Dimension von Frauen geht. Und zwar ist das Thema Gendern. Ganz kurzer Abriss. Magst du Gendern vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass viele den Begriff schon mal gehört haben. Magst du noch mal kurz erzählen, was es vielleicht für dich bedeutet zu gendern oder ob du genderst und oder ob du nicht genderst und warum? Also ich versuche meist zu gendern und ich würde gendern einfach mal definieren als das Einbeziehen aller Geschlechter in der Kommunikation. Genau, das wäre für mich sozusagen die Definition, weil ich beispielsweise, ich habe schon mal gehört, dass das irgendwie geschlechtergerechtes Besprechen ist und so weiter, aber da habe ich oft die Kontroverse gehört, ja, ist es denn geschlechterungerecht und so weiter. Ich bin mir da sehr unsicher, aber ich denke einfach, das Einbeziehen von allen Geschlechtern ist eine gute Methode, beispielsweise indem du sagst, liebe Männer und Frauen, so das ist ja die beiden Geschlechter, dann kannst du noch mehr Geschlechter einbeziehen, indem du zum Beispiel sagst, liebe Menschen, dadurch implizierst du ja alle Menschen. Yeah. Und da ist ja auch noch, gibt es ja noch beispielsweise dieses Binnen-I, dass du sagst, liebe PolitikerInnen oder liebe ZuhörerInnen. Genau. Ja, also ich möchte mich übers Gendern könnte man tausende von Folgen füllen, vermutlich, aber ich möchte mich eben nicht mit diesem Gender-Sternchen oder Binnen-I auseinandersetzen, sondern ein Thema beleuchten, was eben im heutigen Gespräch schon ein bisschen aufgekommen ist, und zwar sind es Rollenklischees und Stereotype von Frauen und Männern, die eben nicht nur in der Politik vorherrschend sind, sondern sich eben auch in der Sprache festsetzen. Also vielleicht kennen ja einige von euch diese kurze Geschichte, die man immer als Beispiel dafür einbringt. Wenn Menschen meinen, Frauen würden sich durch das generische Maskulinum, also die männliche Form von beispielsweise einem Beruf, würden dadurch mitgemeint sein und müssten sich da gar nicht ausgeschlossen fühlen. Du kennst diese Geschichte auch mit das Beispiel von dem Vater und Sohn, die den Autounfall haben. Magst du die erzählen? Ich kenne die nur auf Englisch, aber ich versuche sie auf Deutsch zu erzählen. Okay. Vater und der Sohn fahren Auto und haben dann einen Unfall und dann stirbt der Vater sofort und der Sohn kommt ins Krankenhaus. Der Doktor im Krankenhaus sagt dann, ich kann diese Person nicht operieren, sie ist mein Sohn. Ja, genau. Genau.
Und viele sind ja von der Geschichte dann immer total irritiert, aber unsere erste Assoziation ist eben ein männlicher Doktor, der da hinkommt und niemand kommt auf die Idee, es könnte ja die Mutter sein, weil dann würden wir von einer Chirurgin beispielsweise sprechen. Genau, und es gibt ja auch total viele Untersuchungen dazu, dass man den ProbandInnen beispielsweise sagt, sie sollten Künstler aufzählen und dann tauchen immer nur männliche Künstler auf. Und erst wenn man nach KünstlerInnen fragt, taucht auch eine Frida Kahlo beispielsweise auf. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist die Tatsache, dass man nicht mal explizite Geschlechterbezeichnungen braucht, um in Stereotypen zu denken. Wenn ich sage, dass der Pannendienst vorbeigekommen ist, denken die meisten eher an eine männliche Person. Oder wenn ich sage, da gibt es eine Yoga-Gruppe, die im Anschluss grüne Smoothies trinkt, da denken eher die Menschen an Frauen. Fallen dir da noch mehr Beispiele ein? Ja, zu alles Mögliche. Beispielsweise vielleicht bei Feuerwehr würde ich jetzt spontan auch eher an männliche Personen denken. Dann bei, oder männlich gelesen, dann bei der Polizei beispielsweise auch tendenziell eher. Und deshalb, genau, also verschiedene Berufsgruppen. Aber was ich noch zu dem Thema sagen wollte, ist, ich finde, also es wird ja oft beispielsweise gesagt, dass das ja gar nicht besser ist, beispielsweise in England, weil in England auch viele Menschen bei neutralen Bezeichnungen daran denken. Aber ich finde, da ist tatsächlich die Chance eigentlich in der deutschen Sprache, dass es gar keine neutrale Form gibt, wie beispielsweise oft gesagt wird, dass es im Englischen gibt, weil man im Deutschen nochmal explizit darauf hinweisen kann mit PolizistInnen. Dadurch ist es ein Irritationsmoment, der aber enorm einen dazulernen lässt, weil du denkst, okay, innen stimmt, da sind ja viele Personen. Genau, also es gibt ja eben geschlechtsindifferente Substantive, also Worte, die nicht explizit geschlechtlich spezifiziert sind, wie, also wenn ich sage, das ist eine Lehrerin und das ist ein Lehrer, das sind zwei geschlechtsspezifizierte Worte. Wenn ich sage Lehrkraft, ist es eben ein geschlechtsindifferentes Substantiv. Es gibt im Duden Verlag ist ein Buch erschienen. Das ist ein sehr kompaktes Handbuch. Im Jahre 2017 ist es erschienen. Da geht es ums richtige Gendern. Findet ihr auch dann in unserer Literaturliste. Und dort geben die beiden Autorinnen folgendes Beispiel für dieses geschlechtsindifferente Substantiv, was trotzdem eben mit einem Stereotyp in Verbindung gebracht wird. Nach einem Fußballspiel ziehen die Fans gröhlend durch die Straßen und pöbeln Passanten an. An einem Kiosk machen sie Halt, um sich für die Heimfahrt mit Bier einzudecken. Würdest du mir dahingehend zustimmen, dass die meisten bei dem geschlechtsindifferenten Wort Fans jedoch eher an eine Gruppe von Männern denken? Auf jeden Fall. Warum? Erstens Fußballspiel. Und da würde ich auch aus dem Bauch heraus direkt an männlich gelesene Personen denken. Und genau, vor allem deswegen, ja. Genau, das Ganze ändert sich aber schlagartig, wenn man dem Ganzen noch einen Satz hinzufügt wie: Als es ans Bezahlen geht, bemerken die Fans, dass sie ihre Handtaschen vergessen haben. Und dann denkt man sich: Ups, auf einmal wurde der Stereotyp komplett umgekehrt. Es können doch nur Frauen gewesen sein, die ihre Handtaschen da im Fußballstadion vergessen haben. Und eben, was ich an dieser Stelle sagen wollte, ist eben, ich bin genauso wie du ausdrücklich für das Gendern. Ich versuche auch zu gendern. Und aber ich glaube persönlich, dass es wichtig ist, uns vor Augen zu führen, dass es nicht nur die Sprache an sich ist, die diese Geschlechterstereotype, die dazu beiträgt, dass sie etabliert werden. Also es macht zwar einen Unterschied, ob ich sage, es ist ein Polizist oder eine Polizistin, aber es gibt eben auch vieles, was über unsere Sprache hinausgeht. Denn auch beim Wort Fans, in diesem semantischen Zusammenhang, denken wir an Männer. Und genau, nicht alles kann durch das Gendern behoben werden, leider. Ja. Und auch, genau,
Die Frau wird die Politik noch lange prägen, denke ich. Und sie prägt ja auch sehr diese Debatte um eine diskriminierungsfreie Sprache. Und weil eben gerade dadurch, dass Frauen sich eingebracht haben, da es zum Hinterfragen dieser Stereotype kommt und man sich eben gegen die vorherrschenden Klischees auch in der deutschen Sprache beispielsweise sträubt. Und da wollte ich dich zum Abschluss noch fragen, was hast du mitgenommen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Also ich habe am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, wie das eigentlich war mit den Wahlplakaten. Das war sehr, sehr spannend, dass es da wirklich früher diese speziellen Wahlplakate für Frauen gab und dass es dann so ein Geschlechter Wahlkampf wurde sozusagen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, so zu hinterfragen, was du jetzt gerade als letztes gesagt hast, dass die Welt immer geprägt ist von diesen ersten Eindrücken, die man hat. Das sind ja auch so ein bisschen, wenn wir auf die erste Episode schauen, diese Vormeinungen, die man hat und immer mitbedenken sollte, ja, wir haben immer diese Erfahrungen und deswegen muss man immer drauf schauen. Stereotype und Klischees sind nun mal sehr praktisch. Also, das kann man ja nicht leugnen, dass es praktisch ist, in Schubladen zu denken, um eben gleich bestimmte Stempel aufzudrücken. Ja. Genau, und dass da wahrscheinlich viel Potenzial drin ist, einfach nochmal drüber nachzudenken, ob man wirklich alle Personen mitgedacht hat, sozusagen dieses dialektische Denken, was wir auch im ersten hatten, zu Genau, schauen, schöne Verknüpfung. ist denn tatsächlich jetzt jede Person damit gemeint oder kann es nicht auch sein, dass es einen Mann gibt mit einer Handtasche? Genau, das Ja. ist vermutlich ein Vorsatz für die Zukunft mehr zu versuchen, aus den Stereotypen rauszukommen und alle Menschen mitzudenken. Ja, es gibt also auch Männer mit Handtaschen und weibliche Fußballfans, die alle anpöbeln auf der Genau. Straße. Genau, mit dieser schönen Note beenden wir das und ich freue mich auf nächste Woche, wo Nikolai wieder irgendetwas für uns mitbringt. Ich bin schon total gespannt. Ja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Die Woche. Bis nächste Woche. Die Woche. Bis nächste Woche. Die Woche. Bis nächste Woche.